Wie geht es dir? Ich weiß nicht, sag du's mir. Warum müsst ihr Frauen immer in Rätseln sprechen? Ich hab dich mit Nina vorhin in der Designabteilung gesehen. Ach so. Ben. Also wenn du... Ich weiß, dass du Nina sehr geliebt hast. Und wenn du das immer noch tust, dann verstehe ich das wirklich. Aber das musst du mir dann sagen, weil ich bin gerade dabei, mich richtig in dich zu verlieben. Und das wäre für mich wirklich schwer, wenn du... Wenn ich was? Wenn du lieber mit Nina zusammen wärst als mit Elsa, mir. Elsa, das mit Nina und mir ist vorbei. Aber ich fühle mich noch für sie verantwortlich. Ganz besonders, wenn es ihr schlecht geht. Kannst du das verstehen? Ja. Vorhin ging es ihr sehr schlecht. Ich weiß zwar nicht, wieso. Sie hat es mir nicht gesagt, aber... Ich wollte für sie da sein. Verstehe. Wirklich? Wirklich. Ich werde auch immer für dich da sein, wenn es dir schlecht geht. Nur dann? Du bist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Und ich wäre ein Vollidiot, wenn ich dich loslassen würde. Bens Nähe hat mir gut getan. Sein Trost hat mich aufgefangen. Aber dennoch muss ich begreifen, dass er nicht mehr zu mir gehört. Dass ich jetzt wieder an Max' Seite bin. Aber kann ich Max helfen, diese heimtückische Krankheit zu besiegen? Werden wir es schaffen, unsere Ehe zu retten? Und wie lange bleibt uns noch dafür? Ein Jahr? Was für ein Schicksal ist uns bestimmt? Und was erwartet die Menschen um uns herum? Was wird geschehen in diesem Jahr? Und so wurde aus dem Sommer Herbst. Und aus dem Herbst wurde Winter. Ben zog mit Elsa zusammen. In unsere ehemalige Wohnung. Paula feierte ihren 10. Geburtstag. So langsam wird sie eine richtig große junge Dame. Und ich, was wurde aus mir? Ein Jahr ist vergangen. Es ist wieder Sommer. Und ich bin immer noch hier. Es riecht tatsächlich nach Herbst. Dabei fängt der Sommer doch gerade erst an. Wir haben gerade Paulas 10. Geburtstag gefeiert. Sie ist schon wieder ein Jahr älter. Und nicht nur sie. Mama, ich komm schnell, sonst kommen wir zu spät zum Standesamt. Ja, ich komm ja einfach, ich komm ja schon. Wo bleibt sie denn? Sie kommt noch zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit. Jetzt halt doch mal still. Wenn sie nicht kommt, dann ist egal, wie ich aussehe. Ja, natürlich kommt sie. Was macht dich da so sicher? Das stimmt, wenn du mich so fragst. Was? Schwester. Oh, das sind sie, glaube ich. Siehst du, ich hab doch gesagt, sie kommt. Ja, jetzt wird's ernst, ne?